Hallihallo, meine Mummis, willkommen zu einer weiteren Runde God of War. Wer Bock hat, gönnt sich, wer nicht, dann nicht. Alles euch selbst überlassen. Ich grüße euch natürlich alle recht herzlich. Für euch geht's allen gut, seid im guten Umwelt und zu allen Lebewesen, denn das ist das Wichtigste. Ich sag dazu nur, meine Mummis, wir sind auf jeden Fall hier oben an der Schmiede angekommen. Wir sind gerade aus dem Mykr-Tunnel raus und dann bin ich hier rumgelaufen die ganze Zeit, ne? Weil hier konnte man nicht durch. Wir konnten den Aufzug nicht benutzen, bin dann hier hinten hingegangen, da war ein Aufzug. Den konnte ich auch nicht nutzen. Für mich alleine hat es nicht geklappt. Da habe ich gedacht, ach komm, rennen wir wieder zurück. Ne? Das machen wir jetzt genauso, wie ich das gemacht habe, weil ich war alleine. Auf einmal ist dieser kleine Bastard hier, ne? Dieser kleine verkackte Zwerg, ne? Aber egal. Pass auf, meine Jungs. Wir rennen jetzt erstmal zurück. So wie es war. Ich möchte das nur zeigen, damit ihr nicht verzweifelt seid. Wir sind bei der Schmiede. Ne? Dieses Video wird auch die Schmiede heißen. Deswegen macht euch keinen Kopf drüber. Alles wird gut. Ne? Der Bock hat gönnt sich, wenn nicht, dann nicht. Abonniert mal den Kanal, yo, tut mal was Gutes für Mensch und Tier. Lasst mal hochkommen da. Und wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann tut selber was Gutes für Mensch und Tier. Wenn ihr habt, ne, dann abonniert nicht, aber macht was Gutes für Mensch und Tier. Das ist viel wichtiger. Und natürlich unsere Natur. Ja, die quatschen die ganze Zeit hier. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal zwischenrede, aber denk da einfach nicht mit. So, und da habe ich gedacht, weil ich alleine bin, komm, ne, wir waren hier, sind hier rausgekommen, waren hier oben, konnten den Aufzug benutzen, sind hier hingelaufen, Aufzug auch nicht geklappt, ne, bei der Schmiede. Deswegen habe ich mir gedacht, leck mich, gehe ich komplett hier wieder zurück, den ganzen Weg, dass ich auf jeden Fall hier hinkomme, wo ich mich hin und her switchen kann, zum Portal, ne? Und jetzt passt auf, dann bin ich da reingegangen. Haben wir in den Versorgungstunneln was übersehen? Was willst du denn da unten? Ich bin wegen der Dame hier, nicht um in Versorgungstunneln rumzulatschen. Genau so, mein Junge. Dann habe ich gedacht, komm, gehst du wieder hoch. Auf einmal sitzt dieser kleine Bastard hier. Sind wir jetzt soweit? Ich muss den Broke so nennen, tut mir leid. Was ein Ficker ist. Ich war die ganze Zeit da und da war der nicht da. Dieser kleine verdammte Stricher. Deswegen rennen wir jetzt da wieder hin, machen die Aufgabe mit dem zusammen. Dieses kleine Arschloch. Gut, dass meine Videos nicht speziell für Kinder sind, ne? Und ey, erstmal vielen, vielen lieben Dank, ne, an alle, die mit am Start sind. Ihr seid einfach nur geil. Safe, wollte ich nicht sagen. Wir sind über 200. Die Bihomi Army, yo. So, meine Mummi. Ah, dann gehen wir wieder durch. Der kleine Pisser, ey. Dann renne ich hier die ganze Zeit alleine rum. Sammel Sachen ein. Und er ist nicht da. Komisch, komisch. Ja, das ist gar nicht gut. Du verstehst, was hier los ist, oder? Diese gruseligen fliegenden Augäpfel haben ein Nest auf den Seilen gebaut. Wir müssen irgendwie da rauf und sie beseitigen. Ja, Mann. Können wir ja jetzt. Jetzt bist du ja da, Broke. Wir sehen das durchziehen, Bro. Alter, Scheiße. Wie gesagt, ich war ja schon hier. Wir machen das einfach kaputt. Oh, shit, warte mal. Wir machen das kaputt. Ich schmeiß das Ding da rein. Wir gehen uns wieder um den Sack und fährt. Und mein lieben Homies, macht alles kaputt, was ihr kaputt machen könnt. Ist einfach so. Ich bin voll auf Hacksilber. Hör mit dem Shit. Überall kann Hacksilber versteckt sein. Kloppt alles weg, was geht. So, und hier haben wir unseren Aufzug. Da war ich alleine, hab den aufgemacht, hat nicht geklappt. Und ich rede schon wieder zu. Tut mir leid. Können wir denn nicht einfach mal so packen und so, einfach so, weiß ich nicht, hier so zwischendrücken oder einfach so gegen die Wand schmeißen? Dieser kleine Schicksal, ne? Der hat aber auch eine große Schnauze. Na komm, geh da rein, du Pisser. Wir klären natürlich schon. Hochklettern geht da nicht. Such doch mal nach einer Möglichkeit, den Aufzug hochzuholen. Mach ich, Bro. Mach ich. Mach dir keinen Kopf. Wir ziehen da zusammen durch hier. Meine lieben Homies, das ist ja eigentlich jetzt so wie so ein Let's Play, ne? Sag ich jetzt einfach mal so. Wenn ihr mehr davon wollt, ne? Lasst es mich wissen. Na also, geht doch. Moment, ich komme. Bruder, hast du bemerkt, dass die Zwerge aus dem Lager viel aufgeregter waren, Brock zu sehen, als dich? Sie schienen überrascht zu sein. Alles klar. Jetzt kann ich die Kurbel drehen und den Geysir ablenken. Gib dir einfach ein Signal, wenn du bereit bist. Nein, die war nicht überrascht, Burg zu sehen.
Oder Kratos. Sie waren überrascht, Bihomi zu sehen. Bihomi Army, dass sie so wächst. Einfach nur geil. Komm, wir geben dir erstmal ein Zeichen. Dieses Spiel ist wirklich sein Geld wert, ne? Klar, also viel Geld, aber geil. Es ist einfach nur geil. Die wirklich nicht dieses Geld haben. Das Spiel wird irgendwann billiger, meine die Mummies. Ne? Und wartet einfach. Kauft nicht direkt neue Spiele, wenn ihr das Geld nicht habt. Wartet doch. Für euch bleibt dieses Spiel immer noch neu. Das ist halt das Schöne. Gönnt euch. Ne? Das ist ja kein scheiß Gelaber. So, Brock, Strichgesicht. Wir müssen da durch. Also machen wir den Scheiß hier hoch. Es ist einfach nur geil gemacht. Ich feiere dieses Spiel. Ich feiere dieses Spiel. Davor God of War 4 habe ich nicht so gefeiert. Das ist jetzt wieder wie God of War 3, 2, 1. Einfach nur bombenmäßig. So. Ich habe keinen Boom eingefroren. Bro, let's go. Dreh nochmal. Ja, wie gesagt, der Bock hat günstig. Wenn nicht, dann nicht. Ist schon hier durch, ne, glaube ich. Oder was noch? Ja, ist klar. Haben wir auf jeden Fall eine Arschkarte, wenn wir jetzt da wieder gewesen wären, hätten wir jetzt nochmal neu machen. Aber was wäre jetzt passiert, wenn Burg da durchgerannt wäre? Wir hätten das genommen und das Tempo runtergegangen. Egal. Was haben wir hier? Wunderschön. Können wir noch nicht, aber egal. Wir sind am Start hier. Burg bleibt locker. Jetzt mal abchecken. Noch eine Kiste, ja. Meine lieben Homies, bei ja, sagen wir mal bei 10.000 Abonnenten. Boah, das war prima. Ist egal. Alles Gutes für Mensch und Tier und Natur, ne? Bei 10.000 Abonnenten und 1.000 Likes spiele ich das Spiel komplett durch. Machen wir ein Let's Play raus. Erstmal ballern wir die Arschgesichter weg. Einfach schmeißen und Goodies. Was haben wir da? Zerstörte Nachbar. Schlupfwinkel 4 von 5. Okay, dann nicht. Jetzt können wir zur Schmiede fahren. Ich kann 5 von 5 kommen. Na los, die Dame wartet. Hey, ich habe noch ein Rätsel für dich. Was wird größer, je mehr man davon wegnimmt? Mal überlegen. Wahrscheinlich etwas Abstraktes. Hunger? Nein, das ist es nicht. Körperlos und ratlos. Oh, ein nettes Wortspiel. Was wird größer, je mehr davon wegnimmt? Körperlos, ratlos, Alter. Los, Alter. Schlechtig. Egal. Meine Mummis. Er sieht sehr, sehr gut aus. Wir rennen jetzt wieder dahin, wo wir ihn auch so hochfahren können. Und wie gesagt, wer Bock hat, gönnt sich. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin immer für Tipps und Tricks dankbar. Wenn wir davon mehr machen sollen. Allgemein jetzt mal ein bisschen Let's Play, dann sag Bescheid. Ne? Wer Bock hat, gönnt sich, wenn nicht, dann nicht. Kann sich auch genug sagen. Ne? Tut Gutes für Mensch und Tier und unsere Natur. Das fällt er da. Komm du Spacko. Mach fertig da. Renn dahin. So, meine Mumis. Wir haben das Rätsel gelöst bei der Schmiede. Wir können jetzt auf jeden Fall komplett da hochjodeln. Und ja, ich denke mal, da werden wir den Speer bekommen. Für alle anderen. Die denken, wann ihr den Speer bekommt, das ist nicht irgendwo in der Ecke versteckt, spielt einfach die Story. Ne? Aber ist auch egal, dazu kommen wir noch. Meine Mummis, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Leben. Entweder sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream oder im nächsten Part. Ich sag dazu nur, tut Gutes für Mensch und Tier und der Natur. Ich sag dazu nur nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen. Peace, meine Mummis.